Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber man trinkt hier Red Bull mit Kaffeecreamer zusammen. Ist ein Trend hier in Amerika und weil ich jetzt gerade in Amerika bin, kriege ich die alle auch auf TikTok geschaltet. Und ich dachte, ich zeige es euch mal. Also es ist das Red Bull Coconut Berry. Es klingt verrückt, aber die meinen alle, es schmeckt so geil. Also erstmal Red Bull mit Eis in einen Cup. Und dann kommt Half and Half rein. Ihr könnt quasi auch diese kleinen Kaffeecremer machen. Das benutzen die auch hier. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Ich habe es gestern direkt gekauft, als ich es gesehen habe, damit ich es mit euch teste. Und generell kann ich jetzt diese ganzen American Trends mit euch testen. Ein bisschen Kaffeecremer rein. Rühren wir das mal um. Es sieht nicht schlecht aus. Okay, probieren wir mal. Das ist richtig lecker. Wow. Ich weiß gerade nicht, was es ist, ne? Aber es ist wirklich lecker. Wenn man andere Sorten nimmt und Coffee Creamer, Vanille Coffee Creamer nimmt, soll es zum Teil nach diesem Starbucks Getränk schmecken. Wie heißt das? Diese. Ich frage mich, wenn ich ein bisschen mehr reinmache. Ich finde es geil. Probiert es aus, Leute. Ich finde es geil. Probiert es aus. Wir haben so viele Red Bull-Sorten. Ich will es auch mit einer Red Bull-Sorten probieren. Coconut schmeckt richtig lecker. Wir probieren noch andere aus. Kriege ich wieder keine Red Bull-Addiction. Probiert es aus. 10 von 10 recommend. Können wir bitte darüber reden, wie schön der Sonnenuntergang hier ist? Einfach bei Costco. Wieder bei Casper einkaufen natürlich. Ich liebe es hier einfach einkaufen zu gehen. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch irgendwelche Samples bekommen, weil es schon relativ spät ist. 40 Takis gefälligst oder vielleicht 54 Chipspackungen. Die Größen sind hier einfach insane. Ich meine, wer braucht nicht 44 Korn-Dinger? Ihr könnt euch hier auch Kuchen kaufen. Heute nicht, aber die Tage kommen wir her und machen wieder Sashimi draus. Ist irgendwie richtig voll heute hier. Und es gibt hier einfach so koreanische Corn Dogs für Airfryer. Die haben einfach Cornflakes mit Strawberry und Chocolate Geschmack. Die Frosties, habe ich noch nie gesehen. Eigentlich sind wir hergekommen, um die neuen Cookies auszuprobieren von Costco, aber leider sind sie ausverkauft. Aber wir holen uns trotzdem Hot Dogs, weil es jetzt ein Muss. Wenn ich hierher komme, muss ich Hot Dogs essen. Ist wie bei Ikea. Das nächste Mal probieren wir die Cookies. Man kann hier auch nach extra Zwiebeln fragen. Und ich glaube, sie haben diesmal sogar Relish da. Hoffe ich zumindest. So viel kriegt ihr bei Ikea nicht. Ich wünschte, die hätten noch Röstzwiebeln. Das ist das Wort. Röstzwiebeln fehlt noch. Jetzt noch ein kurzer Abstecher zu Amazon Fresh. Im Vergleich zu Costco ist es hier einfach so leer. Und die Schränke gehen erst an, wenn man hier reinkommt. Also die sparen quasi Strom. You can find Capri Sun at aisle 2. Nice. Und der Grund, warum ich unbedingt Capri Sun haben möchte, ist, weil die noch Plastikstrohhalm dran haben. Wir haben uns für $70 einfach einen Sam geholt und mal schauen, ob es sich lohnt. Allerdings haben die uns Besteck für 4 Leute gegeben. Wir haben einfach den ganzen Tisch voll. Und jetzt wird gegessen. Fangen wir direkt an mit Hähnchenfüßen. Itadakimasu. Bei Hähnchenfüßen isst ihr eigentlich theoretisch nur die Haut. Aber es ist gut mariniert. Mhm. Ist lecker. Dann haben wir hier noch Bangun. Also es ist in so einem vietnamesischen Supermarkt, also richtig random. Und das gibt es auch wirklich nur to go, also zu mitnehmen. Und die Schlange war einfach so lang dort. Das war unglaublich. Wir haben
vorbestellt, aber mussten noch eine halbe Stunde warten. Das schmeckt gut. Und alles ist auch selbst gemacht. Hier haben wir so ein riesiges Shumai. Ist gut. Wir haben hier Crispy Pork Belly. Ich hoffe, es ist noch knusprig. Hier noch was Frittiertes. Ist leider nicht mehr so knusprig, aber ist trotzdem lecker. So, dann haben wir hier, glaube ich, Hagao. Das hier schmeckt genauso wie das aus der Gefriertruhe. Dann haben wir hier nochmal Sticky Rice. Schmeckt sehr vietnamesisch. Dann haben wir hier noch Sha Long Bao. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel Suppe drin. Da ist tatsächlich Suppe drin, aber es ist leider nicht mehr so warm. Okay, das hier ist frittiertes Taro something. Ich weiß auch nicht genau. We should put it back in the air fryer. Bis jetzt schmeckt das nicht so gut. Das war das schlechteste bisher. Aber ich glaube, weil es einfach nicht crispy ist. Dann haben wir hier noch einen Salted Egg Bun. Interesting. Danke. Das ist so ein Glazed Bun Bao, glaube ich. Es hat diese chinesische Wurst drin. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Egg Tart. Ich esse es jetzt alles mit meinem Freund zusammen und dann sage ich euch, wie ich es am Ende fand. Okay, wir haben es jetzt zum Teil fast aufgegessen. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass es leider ein bisschen kalt ist. Wenn es frisch wäre, so richtig, richtig frisch vom Sort zum Essen, wäre es besser, aber da ist es halt wirklich nur to go. Und der Ort wird halt online richtig, richtig gehypt. Vielleicht sind wir an einem falschen Tag gekommen, weil jetzt ist gerade Sonntag und da war so viel los. Wenn es vielleicht nicht so viel los wäre und man es direkt kriegen würde und direkt essen vor Ort, also im Parkplatz oder so, wäre es bestimmt um einiges besser gewesen. Aber alles im Allen, finde ich, war es okay. Dim Sum schmeckt halt bei vielen Orten sehr, sehr ähnlich. Und wir haben uns definitiv ein bisschen zu viel geholt, also haben wir es den ganzen Tag heute. Ich soll Mountain Dew mit Orangensaft testen. Okay, let's go. Ich habe das sogar online schon gesehen, dass Leute das gemacht haben. Deswegen bin ich gespannt. Mountain Dew schmeckt hier ja auch ganz anders als in Deutschland. Auf jeden Fall nicht so eine Farbe. Und Orangensaft dazu. Ich habe auch gesehen, dass die hier Orangensaft mit Vanille-Protein-Shake machen. Das klingt auch richtig lecker. Probieren wir mal. Ist interessant, ist aber glaube ich leider nicht so meins. Ich würde es nicht machen. Also das, was ich gestern gemacht habe, auf jeden Fall. Und ich habe mir jetzt auch alle Sorten geholt, damit wir alle Sorten testen können. Aber Mountain Dew mit Orangensaft, it's not it. Ich kann es euch nicht empfehlen. Das andere ist wirklich lecker, auch wenn manche so skeptisch waren. Das ist wirklich, wirklich lecker. Die hatten bei Costco einfach so Corn Dogs, koreanische Corn Dogs. Und die will ich mit euch testen jetzt. Das Praktische ist, dass die auch direkt einfach in den Airfryer können. Ich liebe alles, was in den Airfryer rein kann. Die sind einfach einzeln verpackt.
weiß jetzt nicht, ob das so gut oder schlecht ist, aber die sind einzeln verpackt. Den Airfryer vorheizen und dann für 10 Minuten Airfryer. Ich habe den Airfryer jetzt vorgeheizt. Und so sehen die aus. Ich habe schon online ein paar Reviews gesehen, wo die gesagt haben, es ist tatsächlich wirklich lecker. Deswegen freue ich mich richtig drauf. Und dann schauen wir uns auch noch fantastische Tierwesen an, weil mein Freund muss es auch noch ein bisschen nachholen. Jetzt alle Harry Potter Filme geschaut, jetzt kommen alle fantastischen Tierwesen. Die sehen mal richtig gut aus. Wir machen jetzt ein bisschen Zucker drauf, weil in Korea machen die auch Zucker drauf. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber es passt eigentlich relativ gut. In Korea wird generell sehr süß gegessen. Und dann kommt noch Ketchup oben drauf. Und ich habe ein bisschen Senf noch an der Seite, weil das japanischer Senf ist. Und der ist sehr scharf, deswegen mache ich das zur Seite, damit ich ein bisschen drauf dippen kann. Probieren wir mal. Itadakimasu. Wow. Der Teig ist echt lecker. Vor allem mit den Pommes außenrum. Und Cheesepool ist überzeugend. Dafür, dass es aus Costco kommt, frisch aus dem Airfryer und ich das jederzeit jetzt zu Hause machen kann, 10 von 10.